So, meine Lieben, da bin ich. Ich habe ja mal gesagt, dass ich habe mir das mal geschrieben, ein Video dazu machen werde. Und ich habe mir das Video, sagen wir mal ehrlich, nicht gegeben. Nicht, weil es zu lang war, sondern weil es einfach vom Kontext sehr, sehr traurig ist. Das ist das Thema, die militante Veganerin. Oder ich glaube, seit Raffaella und heute, ich müsste noch mal nachschauen. Die Raffaella, das ist mehr Respekt, wenn ich den Leuten Vornamen anspreche. Zumindest für mich, als Mensch und als Jude sehe ich da Dinge ein bisschen anders. Okay, let's go. Die Raffaella, die hat ja gar nicht so Unrecht. Okay? Mit dem Veganismus ist das aber so eine Sache. Die Mittel, die jetzt zur Verfügung stehen, okay? Wenn man es richtig macht, wenn man es wirklich richtig macht, die Mittel, die wir jetzt haben, also kann man sich vegan tatsächlich ernähren. Aber man braucht trotzdem Supply oder man braucht zusätzlich Zusatzstoffe, Vitamine einfach. Ich vergesse mal diese fremden, diese Niem-Niem-Sprache, sage ich mal, diese fremden Wörter. Bin ich nicht, ich bin so ein einfacher Typ, ich bin da nicht. Ne? Ich bin da nicht mit diesem Narrativ, befasse ich mich ungern mit diesen explizit Wörtern, weil die versteht keine Sau. Ne? Also, es gibt Zusatzstoffe, die der Körper braucht. Die braucht er einfach, ne? Wie Fructose. Ne? Ein Mensch ohne Zucker kann schon existieren, ne? Aber sehr schwierig. Medizinisch gesehen, sagen die Ärzte, weil ich befasse mich mit Medizin wegen meiner Cousine, die hat Medizin studiert. Und ohne Fructose ist das Leben nicht toll. Ja? Okay, der Mensch braucht also Zucker, braucht gewisse Vitamine. Das ist Fakt. Da gibt es Haufen Mediziner, die das belegen. Ob die Vogue das machen oder die Luciferianer, die Sith Lords oder die Jedi, spielt keine Rolle. So, um es einfach zu halten. Und was wir momentan ein Problem haben, ist diese veraltete Entwicklung in die Ernährung. Das heißt, die Ernährung hat sich ja so weiterentwickelt durch Massenproduktion, dass es überproduziert wird. Und dass Tiere tatsächlich, und Tiere sage ich, also ich weiß nicht, ob ich denke nicht, dass ich für alle Juden spreche, das kann ich auch nicht, und für andere Menschen werde ich auch erst recht nicht. Und ich spreche nur für mich selbst und durch meine Nahtoderfahrung, was ich erlebt habe. Und ich habe andere höhere Lebewesen gesehen, die nicht menschlich waren, das auch so halb Tier oder halb oder Tiere auch waren. Das habe ich gesehen. Und Tiere in meinem, wenn ich träume, also wenn ich schlafen gehe, dann wandere ich durch verschiedene Dimensionen und Tiere reden mit mir. Also ich rede mit einem Bären. Und der Bär redet mit mir und ich habe ein ganz anderes Verhältnis zur Natur. Also ich habe großen Respekt vor den Tieren. Aber der Kontext fehlt, dass es in der Natur, in der Biologie, und das war früher immer so, gefressen und gefressen werden. Und früher, wo der Mensch noch in der Zeit gelebt hat, wo die Säbelzahntiger oder die Tiere dreimal so wie beim Sauerstoff, der hört der Sauerstoff, weil die dreimal so groß waren, da waren wir die Gejagten. Und da hat kein Tier gefragt, ja Mensch, du hast doch Gefühle, aber ich habe Hunger, ich fress dich auf. Ja? Tausende, das können sich die Leute gar nicht vorstellen, weil die meisten befassen sich mit dieser Geschichte gar nicht. Weil die meisten Leute einfach, nicht weil die Leute dumm sind, arrogant sind, Motherfucker oder abgeschlachtet werden müssten, weil sie Hurensöhne, Arschlöcher sind. Ich werf mal richtig knallharte Beleidigungen raus. Und wer sich angesprochen fühlt, der hat halt eben Pech gehabt. Muss er gar nicht. Also einfach sag's mal knallhart. Weil die Leute, die sich damit nicht befassen, haben eben andere Interessen, anderes Leben. Und konzentrieren sich auf anderes, weil es zu viel ist. Es ist einfach zu viel. Und sie verlangt das, aber hat sie selber das nicht gemacht. Die Natur also ist gefressen und gefressen werden. Der Mensch wurde gejagt Millionen von Jahren, wenn überhaupt. Die ersten Primaten, die es gab, die waren Affen.
Und durch die Evolutionstheorie haben wir sehr viele Beweise, wo wir zurückverfolgen können, dass die Leute gejagt worden, wie die Pest. Okay, so knallhart, so pum, Motherfucker. So, und hat kein Löwe gefragt, kein anderes Tier hat gefragt, du Mensch hast eine Seele. Das wurde nicht gefragt. Er wurde getötet und aufgegessen. That's it. Der Mensch war nur Beute. Aber der Mensch hat sich weiterentwickelt. Jetzt geht's richtig rein ins Gespräch. Der Mensch hat sich weiterentwickelt. Der hat angefangen, Feuer für sich zu finden. Durch einen Zufall. Vorher war der Mensch, hat nur rohe Kost gegessen. Das Fleisch, was er gegessen hat, war roh. Er hat gejagt, das Mammut gejagt. Er hat das Roh alles gegessen. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen, aber das war so. Es gibt wissenschaftliche Belege von Archäologen. Ich werde diese Beweise hier auch nicht einblenden, das mache ich den Blödsinn nicht, weil ich sage, ich bin hier nicht die Mutter Therese, um jeden den Arsch abzuwischen. Wenn ihr das wissen wollt, Searching nimmt sogar Bing, die intelligente Suchmaschine, wobei auf die ChatGPT-4 könnt ihr vergessen, weil die ist mittlerweile zensiert, aber suchen, einfach mal richtig suchen, dann werdet ihr es finden. Wenn ihr wollt, dass ich das für euch suche, Kohle zahlen, weil diese YouTuber werden ja auch finanziert für die Arbeit, die sie machen. Und ich sage mir, wenn ihr richtig wollt, wie ich es genau professionell, super edition mache, wie ein Journalist, mache ich gerne Spenden. Dann lohnt es sich, denn das ist eine Arbeit und Zeit, die ich investiere letztendlich in diese Scheiße, ne, in diese Suchfunktion und so weiter. Aber Fakt ist, die haben sich weiterentwickelt, Menschen. Okay? Jetzt sind wir also beim Narrativ im Weiteren. Jetzt bleiben wir mal hier und weiterentwickeln. Und bei der Zeit kam das Feuer und das konnte man vor allem der Mensch sagen, was willst du von mir, du scheiß Tiger, Säbelzahntiger, oder was willst du von mir, du Löwe, hä? Jetzt kommst du nicht mehr mit mir und tötest mich und isst mich auf, ne? Auf einmal hat sich das Blatt gewendet. Der Mensch hat sich weiterentwickelt, der Mensch hat auf einmal spitzes Werkzeug für sich gefunden, ne? Da gab es verschiedene Zeiten, ne? 20, 30, 50, 70.000 Jahre und so weiter, und hat sich weiterentwickelt. Dann konnte der Mensch auf einmal sagen, ich kann mit Stein Feuer machen. Ah, ich kann den Stein spitz mal schälen, wenn ich den anderen Stein so und so haue. Und dann wurde auf einmal das sich umgedreht. Ja, es waren noch Leute, die gekillt wurden bei der Jagd. Natürlich, ein Mammut ist ein großes Tier und ein Löwe oder wie auch immer. Was halt alles gejagt wurde. Aber es wurde immer weniger. Das Tier wurde immer schwächer. Und der Mensch hat dann gesagt, sich, ja, könnte ich doch pflanzen. Ah, ich habe doch hier Erdbeeren, ich habe hier Himbeeren, Blaubeeren und so weiter. Da könnte ich doch mal Acker machen. Und so hat sich das weiterentwickelt, okay? So, aber was hat der Mensch gemacht? Der Mensch hat immer nur ausgebeutet. Da hat die natürlich die Raffaella von der Argumentation recht, aber recht in dem Sinne, dass es nichts Besonderes ist, was sie sagt. Sie wird als in den Medien als besonders dargestellt. Warum ich nicht? Ich würde längst für die Veganer und die Vegetarier-Community was machen. Nicht wie sie. Das, was sie macht, ist nichts Heldenhaftes. Das ist keine Bewirkung. Ne, wenn man dann da macht ist, dann macht man das ganz anders. Man macht das politisch mäßig richtig umsetzen. Das verrate ich euch mal im Fazit, Anschluss des Videos. Jetzt sind wir erstmal bei dem Narrativ, dass wir. Ne? Weiterentwicklung. Ne? Also, Menschen haben sich weiterentwickelt, Menschen haben aber vergessen, dass sie nicht alleine auf der Erde leben. Wir Juden wissen, wir leben nicht alleine auf der Erde. Es gibt viele Leute und wir sollten den Planeten nicht ausbeuten. In der Tora steht geschrieben, Tora sagt, nicht ausbeuten. Der Planet gehört nicht uns alleine. Wir sind nur die Verwalter dieses Planeten. Wir haben den Planeten nur beim Ewigen gepachtet. Das ist Fakt. Das steht so drin in der Tora, auch wenn die Luziferianer mir irgendwie widersprechen wollen. Ne? Und ich liebe die Tora, ich liebe unsere, das Judentum, unsere Religion, ich liebe das, weil da steht alles ganz genau drin, wenn man richtig zwischen den Zeilen lesen tut. Das ist mein Bruder, wollte es mir nicht glauben, und weil er hat nicht so dieses Verständnis und hat dann selber nachgefragt beim Rebbe und der Rebbe sagt, ja, der Andreas hat recht. So, und jetzt haben wir das Problem, also wo wir jetzt wieder den Schnitt machen mit dem Pachten. Wir sind nicht die Inhaber, wir sollen mehr Rücksicht nehmen, definitiv. Aber der Mensch hat das verlernt, der Mensch hat keinen Glauben mehr, der Mensch ist ein Arschlochkind geworden, der Mensch, die spüre ich zumindest, die Sau, immer so, tatatar, tatatar, wer hat mich gerufen? Ne? Also immer dieser Hass.
Und ich kann das spüren, weil ich sehr empathisch bin. Und viele können das nicht spüren. Mittlerweile können Frauen auch kaum was spüren. Spüren das auch nicht. So, der Glaube ist ja aber wichtig, um diese Mitte zu finden. Momentan leben wir in einer Welt, wo das Angebot zu viel ist, wo zu viele Tiere leiden und abgeschlachtet werden. Und der Mensch hat kein Anrecht drauf, nur weil er 1 Million Jahre gejagt wurde und gekillt wurde, sich zu rächen und sowas zu machen. Okay? Ja, die Tiere haben halt uns als Beute gesehen. Ja, wir waren sehr lange eine Beute für den Löwen, für den Bären und viel, viel andere Tiere. Aber die Tiere haben sich nicht weiterentwickelt wie wir. Hatten das Glück nicht. Da ist irgendwas bei uns schiefgelaufen, dass wir uns so weiterentwickelt haben, in dem Sinne, und dass wir halt Waffen haben, Panzer haben und so weiter. Und dementsprechend richtig Macht haben dadurch. Diese Macht, die Spider-Man, sagt Onkel Ben zu Peter, aus Macht folgt große Verantwortung. Und die haben die Menschen verlernt. Aber die Menschen allein, die Kunden, sind nicht schuld. Nein, 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 nein. Das ist einfach, wie sie sich macht, die Raffaella. Schuld sind die Unternehmen auch. Die muss man mit reinnehmen. Die Politiker, die Konzerne. Die machen gar nichts nämlich dafür. Aber andererseits auch Schuld ist das Geld. Denn das Geld, es gibt Macht. Und wer will schon auf Macht verzichten? Also groß reden tut die Raffaella und nur einseitig. Weil jemand aber, der eine Ahnung hat, der wird auf diesen Scheiß nicht rauffallen, auf diesen Trick. Ja. Es ist einfach ein Trick und ein einseitiges Ding. Ja. Fakt ist, wir haben schon die Mittel, wie sie sagt, bestimmt, mit zusätzlichen Zusatzstoffen uns vegan zu ernähren. Haben wir auf jeden Fall. Das wäre blöd und unlogisch, das zu widersprechen. Ich als Typ, der nach purer Logik geht, also wirklich nach klarer Logik. Aber Fakt ist auch, wohin mit dem ganzen Fleisch? Wohin? Einfach wegwerfen? Die Unternehmen, die müsste man in Verantwortung ziehen. Man müsste sagen, hey, pass auf, keine Massenproduktion, sondern Strafe. Hey, pass auf, keine Ausbeutung. Aber dann müssten auch die Gehälter von den Arbeitern steigern, von den Arbeitnehmern dementsprechend. Da stellt sich die Frage, wie viele Gastwerte, wie viele Hotelgastwerte werden da mit drauf, also mit auf dieses Boot springen, sagen wir mal. Ne? Wir rudern alle in einem Boot letztendlich. Wir sind in einem riesengroßen See, das Kopfkino jetzt bitte, Kopfkino vorstellen, in einem riesengroßen See. Und wir sind einem auf dem Boot oder auf dem Schiff. Und jeder hat seine Aufgaben. Aber wenn irgendeiner nicht mitmacht, dann funktioniert das nicht. Und momentan ist das Problem der ganze Überproduktion und Misshandlung von Tieren, dass kein Politik, die reden alle nur, das ist Fakt, die reden nur, aber die machen nichts. Ist egal, ob die SPD, CSU, CDU, AfD, Kalime, Milime, Kalime, Bukini, es ist scheißegal, was die Politiker, wie welche Parteien sagen, die machen gar nichts. Und wenn sie was machen würden, würde die Scheiße aufhören. Ich habe gesehen, die ganzen schrecklichen Sachen, Bilder. Ich war selbst natürlich mal auf einer Jagd unterwegs, um mir halt Essen zu besorgen, weil ich früher noch, als Kind durfte man das, im Schullandheim war und ich Fische gejagt habe. Ich wollte auch einen Hasen jagen, aber der war zu schnell. Ich habe kein Problem, das Tier selbst zu töten. Ich bin da knallhart. Ich weiß, hey, ich habe Hunger, ich brauche meine Nährstoffe. Aber ich töte es nicht so wie, also als ich den Fisch hatte, bevor ich ihn gekillt habe, habe ich gebetet. Mag sein, dass man heuchlerisch kann man sagen, ja, ich bin ein Heuchler, ich bin nur ein Mensch. Und man darf als Mensch ein Heuchler sein. Und würde ich auch niemand das absprechen. Es ist gut, dass wir fehlerhaft sind. Es ist gut, dass wir in der Tora steht alles drin, dass wir eben so sind, wie wir sind. Es hat schon seine Richtigkeit. Und den Fisch habe ich dann halt gegessen, ne, ganz normal, also zubereitet, gegessen. Die Leute, die ganzen Kids haben mich so angeschaut, ne, weil die, naja, du sprichst, du killst ihn so, und dann, aber gegessen haben sie den Fisch. Das ist lustig. So, und da haben wir auf jeden Fall ein Problem. Massentierhaltung wird nichts gemacht von der Politik, weil die alle damit scheffeln Geld. Auch wenn sie es nie zugeben würden,
ein Sith Lord wie bei Palpatine gibt ja auch nicht zu, dass einer von den Bösen ist. Was haben wir noch für ein Problem? Was wir ein Problem haben ist, dass die Bauern nicht richtig bezahlt werden. Bauern können nur sozusagen überleben und Landwirte, wenn sie Massentierhaltung machen, weil das Gesetz wiederum so geändert wurde, dass wenn sie das nur in diesem Kontext machen, haben sie was davon. Und das haben wir überall. Das haben nicht nur die Landwirte, nicht nur die Bauern. Mein Pate ist ja Landwirt. Und mein Opa, leider mein Großvater ist verstorben, der war Chef einer Barzelle. Der hat gesagt, du schon Kleinigkeiten, wenn du Tomaten anbauen hast, Gurken und andere Pflanzen zum Beispiel und Obst und mit Apfelbaum und so. Allein dafür hast du richtig Kohle dafür haben können, für einen Apfel, für Saft. Aber heute geht gar nichts mehr. Und genauso ist es mit den Hühnern. Früher konntest du mit ein paar Eiern schon Kohle machen, da warst du Multimillionär überspitzt gesagt. Und heute geht gar nichts. Das heißt, die Gesetze sind gegen eine menschliche Tierhaltung gemacht. Ja. Und für mich eine richtige Tierhaltung ist, wenn ich der Kuh, dem Stier, die Henner und so weiter und all diesen Tieren die Möglichkeit gebe, richtig Freiraum. Und Freiraum heißt für mich nicht wie eben da, wie die da eingepfercht sind, 1 Meter oder 1,5 Meter oder 2 Quadratmeter, sondern nein, für mich als Freiraum 1000 Quadratmeter, 10.000, 100.000. Das ist alles möglich. Auch wenn die anderen das abstreiten werden. Auch wenn manche Luziferianer in den Landwirten, die Luziferianer sind, davon Geld profitieren, abstreiten. Es ist möglich. Es war früher nicht anders. Es waren zu viele Menschen, sagt man, es waren nicht so viele Menschen, argumentiert man. Jetzt sind mehr Menschen geworden. Jetzt sind wir mehr geworden. Es geht nicht. Das ist alles Blödsinn. Das ist alles Quatsch. Die Leute werden verarscht ohne Ende. Also, wir haben also sozusagen jetzt, fassen wir es zusammen. Erstens, Überproduktion von Fleisch. Also Überproduktion von Fleisch. Dann zweitens, Lebensmittel werden einfach weggeworfen. Drittens, die Menschen, es gibt welche, die essen zu viel, es gibt welche, die essen kaum, weil es wird nicht richtig verteilt. Es gibt so viele Kinder, die leiden, die haben nichts zum Essen, die verrecken. Und das sind nicht nur Kinder in Afrika, das sind Kinder auch in Deutschland, in Tschechien, in Polen, in Russland und viele andere, auch in Amerika, auch viele andere. Es gibt so viele Leute auf der Straße, die kriegen nichts ab. Weil wenn die was abkriegen würden, gäbe es diese Misere nicht. Also wir haben diese drei schon Punkte abgehakt. Okay, dann viertens. Was wir noch haben ist, wir haben in den Schulen keine Biologie für Tiere. Kein Verständnis für Tiere. Wir lernen nur in der Schule, ich habe das auch immer gemerkt, ich habe in der Schule nur gelernt, der Mensch, wie toll der Mensch ist. Aber wie toll eine Kuh ist, wie toll ein Hund ist oder eine Katze oder ein Löwe oder ein Stier oder ein Huhn und wie toll die Pflanzen sind, das gab es nicht. Ich hatte nur einen Lehrer, der ist leider in die Rente gegangen, das war der Herr Altmann, der lebt nicht mehr, glaube ich. Ja, das ist schon zu lange her, der lebt nicht mehr. Und der war korrekt. Der hat uns nach draußen gesagt, schaut euch die Natur an, respektiert die Pflanzen, respektiert die Erdbeere, respektiert die Tiere und so weiter. Das gibt's nicht mehr. Das ist nur auf Ausbeutung gemacht. Wenn die Menschen keinen Respekt von klein auf beigebracht bekommen, dann scheißen die Menschen drauf. Dann gehen sie natürlich und kaufen sich ihre fucking Fleischstückchen und fertig. Ich habe gemerkt, Fleisch ist gar nicht so gesund. Fleisch, zu viel von Fleisch wird mir sogar schlecht. Auch wenn ich nur, auch wenn ich halt Rindersalami esse oder halt eben Rinderschinken und so. Aber ich esse selten. Was mache ich? Ich bin momentan Vegetarier. Also, beziehungsweise nicht Vegetarier, sondern Mischgetarier, könnte man sagen, oder Mischrentmesser. Weil ich esse meistens gekochte Eier. Ich koche mir Eier. Ich weiß nicht, ob das aus dem Bioland ist. Da steht super Bio. Ich glaube dem nicht. Ich glaube nicht, dass da, wo Bio steht, das Bio ist. Das ist Verarsche. Weil wenn das Bio wäre, wären das nicht 3 Euro oder 3,80 oder 3,90 sein. Und für mich ist es teuer, weil ich wenig Geld habe.
Ja. Ich versuche da was aufzubauen, ganz klar. Und dann meine Webseite und dann einen Nebenjob noch zu finden. Ja. Und so nebenbei so was dazu zu verdienen, zu seinem kleinen YouTuber-Kanal. Aber ist halt so, wenn du keine Finanziere hast, dann ist das nicht so einfach, das Leben. Aber dennoch versuche ich vegetarisch. Und der Körper unterscheidet zwischen Qualität und Scheißqualität und guter Qualität. Und die Leute sagen, er unterscheidet nicht. Das ist Quatsch. Und wenn das nicht so wäre, dann würde der eine von dem billigen Produkt nicht erbrechen und der andere, der das gleiche Produkt, also der dieses billige Produkt gegessen hat, der erbrochen hat, der aber noch einmal ein Produkt, das gleiche ist, aber diesmal ein hochwertiges Produkt, also kein Billigprodukt, dann auf einmal nichts ihm isst. Das ist auch Fakt. Wir Menschen sind unterschiedlich. Wenn die ist mit Medizinerin, die Raffaela, dann weiß sie ganz genau, der Mensch kann nicht so wie sie, den aller Veganer. Es funktioniert nicht. Es gibt Menschen, die brauchen einmal weniger Vitamine, die sind genetisch sehr gut veranlagt und die brauchen halt nicht so viel Nahrung. Je nachdem, welchen Job du hast, du kannst einen Maurer nicht vergleichen. Zum Beispiel haben wir einen fünften Aspekt: Beruf. Du kannst einen Maurer nicht vergleichen mit einer YouTuberin, so wie sie das macht. Ja, der hat genug Geld. Das macht die nur just for fun. Wenn ich wirklich jetzt was machen würde, so richtig Maurerin werden müsste, dann würde sie früher oder später zu Fleisch zugreifen. Die meisten, auch diese Trainer, diese Trainer, die vegan angeblich nur Sport machen, Bodybuilding, das ist alles Quatsch. Ich habe oben, so richtig ganz oben, nie einen gesehen. Du brauchst tierische Produkte, weil das zu uns gehört. Gefressen und gefressen werden. Natur. Der Löwe kann nicht vegan, ey, weil er Fleischfresser ist. Der Geier kann nicht vegan, weil er einfach ein Aasesser ist. Er kann nicht so. Der Bär kann vielleicht mit Honig leben, aber ohne einen Fisch, der hat dann seine Vitamine nicht. Der Honig gibt dem Bären nicht genug Vitamine. Also muss er auch mal den Fisch killen. That's it. That's the life. Was will ich euch am Ende sagen, weil ich will das Video kurz halten, nicht zu lange. Ich will kein langes Reaktionsvideo. Entweder laden mich die Leute rein und dann kann man darüber ein Gespräch argumentieren, weil die Leute können nur schauen sowieso kaum lange Videos an, weil die einfach wie kleine Kinder so: Ich muss schnell auf die Toilette, ich muss schnell sterben. Ne? Also die können ja nicht so. Also was will ich euch damit sagen? Akzeptiert, wie das ist, das Schicksal. Ihr könnt es nicht ändern. Weil das, was sie macht, ihr dafür, das ist Blödsinn. Dadurch wird sie es nicht ändern. Nicht auf diese Weise. Wenn sie was ändern werden würde, die Frau, wenn die richtig korrekt wäre, dann würde sie in die Politik gehen. Was sie ja selbst gesagt hat, was ihr Wunsch wäre bei diesem Spiel, dass das verboten wird. Ja, warum machst du da nicht? Warum machst du nicht und gehst du nicht in Politik? Weil sie ganz genau weiß, dass sie Bullshit labert. Bullshit ohne Ende, denn sie weiß ganz genau, bei den erwachsenen Leuten, die eine Ahnung haben, bei den Jedis, bei den Leuten, die dem Jahwe dienen, da wird es nicht ankommen mit ihrer Luzifer-Scheiße. Das ist Luzifer. Niemals darfst du andere Menschen verurteilen. Und das macht sie ja im Endeffekt. Sie verurteilt die Leute, indem sie sagt, du tötest Tiere. Und viele natürlich fühlen sich angesprochen, weil viele sind schwach. Viele Menschen sind sehr schwach. Und ich hasse es auch, dass die Menschen so schwach sind. Aber ich vergebe ihnen, denn meine Tora steht, vergib ihnen, denn sie sind nun mal, wie sie sind. Wenn sie mir sagen würde, ich töte Tiere, würde ich sagen, ja, mach mich geil, du geile Sau, ne? So würde ich sagen, ja klar, ich töte sogar 100 Trillionen. Die wird mit mir gar nicht viel reden, die wird keine Chance haben. Ne? Weil ich bin da knallhart. Wenn ich mein wahres Ich zeige, dann ist Sith, Schwert und Wumm, weg. Die Leute sind natürlich nicht mit meinem echten Sith-Schwert, sondern mit meiner Sichtweise, knallharten Sichtweise. Ne? Deswegen sage ich, macht was draus. Ihr könnt selbst entscheiden. Ihr seid keine Mörder und so, die ihr alle zuschaut, die Fleisch essen und so. Ihr seid keine Mörder. Ihr seid einfach in einer Natur geboren, in dieser Welt, die euch nicht ausgesucht habt, und in dieser Welt seid ihr nun mal an der Nahrungskette. Seht den Löwen, wenn irgendein Veganer zu euch kommt, sagt, ja, wenn du es irgendwann schaffst, den Löwen zu überzeugen, vegan zu werden, dann bin ich mit dabei.
Ganz einfach. Biologie ist Biologie. Akzeptiert eure Biologie. Schämt euch nicht für eure Biologie. Vielleicht hilft euch Stärke der Ewige. Ihr müsst nicht Juden werden, um Gottes Willen. Wir Juden fordern keinen. Wir machen das nicht, die anderen. Das machen wir nicht. Wir lieben, wenn jemand freiwillig den Ewigen erkennt. Freiwillig zum Ewigen. Das lieben wir. No? Wir sagen uns, der Ewige ist ewig. Jahwe ist ewig. Also, wann du willst, kannst du vorbeikommen und mit uns beten. Synagoge. Oder halt die Tora lesen. Die Tora ist das schönste Buch der Welt. Und macht im Endeffekt das freiwillig. Ne? Kein höheres Wesen zwingt dich zum Glauben. Wenn du Wissenschaftler nicht glaubt, dann glaubt er an was anderes. Ne? Also ihr seid keine Mörder, lasst euch nicht verarschen. Versucht aber dennoch ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Ernährt euch gesund. Ist wie Obst und Gemüse, wenn ihr das machen könnt. Wenn es geltlich nicht sehen geht, dann Eier. Also gekochte Eier sind sehr, sehr lecker. Und ich esse gekochte Eier aus dem... Also ich suche Bio, da steht Bio drauf. Ob es das ist, glaube ich eher nicht. Aber gekochte Eier sind sehr gut. Und haben wichtige Vitamine. Kartoffel könnt ihr essen, zum Beispiel Kartoffel. Also ich kann euch zum Kartoffelsalat euch empfehlen. Wenn ihr Rezepte haben wollt und ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich euch einen geilen Kartoffelsalat, der alle Vitamine hat. Ne, der ist vegetarisch, da sind Eier drin gekochte, ein Bohl, also das sind Erbsen drin, Karotten, Apfelstücke sind drin, dann halt Quark ist drin, dann ein bisschen Schlagsahne, ein bisschen Meerrettich, ein bisschen Würze mit Senf und so. Und der ist richtig geil. Mein Bruder wollte es mir nicht glauben. So, boom, hier macht. Und der so, boah, geil. Da ist alles drin. Da ist wirklich alles fucking drin. Ja? Und da habt ihr wirklich alles drin. Ja. Abschließend will ich es meinem Vater sagen. Die Politiker, die Hotels, also die Gastronomen, die Landwirte, die Bauern, ja, und alles, was sonst dazu gehört. Alle müssen mitziehen. Es geht nicht nur von einem aus. Wir sind auf diesem Schiff und da müssen alle mitziehen. Und wenn die Leute das machen, vielleicht werden wir in einer besseren Welt leben, ohne dass wir die Tiere ausbeuten. Und vielleicht werden wir irgendwann, wie bei Star Trek, vegan leben können. Star Trek gibt es die Nahrung komplett aus diesem Automaten und selbst die essen Fleisch. Vergiss nicht. Komplett von einem abzuverlangen, das wäre so, wenn ihr von jemandem verlangt, der dick ist, nimm mal ab, du dicke Sau, so auf die Art. Ne? Das wäre dann richtig, richtig Mobbing. Wenn jemand schon abnehmen sollte, dann muss er das für sich selbst entscheiden. Und so ist es, liebe Raffaela, in deiner Entscheidung gewesen. Du hast denn selbst entschieden, das sind meine Worte, abschließende Worte an dich und an Pharos, der das ja gemacht hat, vielleicht wegen Schuldgefühl, aber ich sage es zu dir, du hast selbst entschieden, dass du Veganerin wirst. Nicht mehr und nicht weniger. Du hast es entschieden. Das ist freie Entscheidung. Und darum geht es. Lass die Leute frei entscheiden, mach denen keine Schuldgefühle und dann wird alles gut. Und gegen die Politik würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall. Du hast gutes Konzept. Die Konzepte von dir finde ich gut, was du vorhast. Nur, dass du halt eben, diese Aggression, die musst du echt. Ich weiß, wie das ist, aggressiv zu sein, was durchzusetzen. Ich bin selber auch nicht so der Nicht-Aggressive, also der Gute. War ich auch nie. Aber eine Frau sollte doch es anders hin. Schließlich sind Frauen schlauer, oder man sagt, Frauen sind schlauer als wir Männer. Also sollte ein Frauenvorbild das sein. Ah! Das ist für dich. Noch vielleicht auch für Pharos, für alle anderen. Ihr kriegt einen Segen von mir, ihr beiden. Ihr seid echt verliebt. Ihr sollt öfters Videos machen. Und, genau. Die Vorwürfe an alle, dass sie angeblich rechts ist. Ich bin Jude.
Ich merke sofort, wenn jemand rechts ist, okay? Und das ist sie nicht. Also, lieber Raffaella, du hast jetzt einen Segen von mir als Juden. Einen unbesonderen. Wenn ich irgendwann berühmt werde, wirst du sagen, oh, danke dir. Ne? Wenn überhaupt. Also, du hast auf jeden Fall keine rechten Dinger. Das ist Quatsch, lass dir das ja nicht einreden. Und wenn du angeblich was gegen Trans gesagt hast, kann ich auch sagen, hast du nicht. Wenn jemand seine Meinung hat als Frau und sagt, dass sie zu dem steht, was sie ist, dann ist das so, Punkt, basta. Ganz einfach. Genauso wie für alle Männer, nochmal abschließend, bevor ich es vergesse. Wenn ihr Männer seid und ihr sagt, trans Leute sind nicht euer Ding, dann sollte man das auch tolerieren. Schließlich können mich die Leute auch nicht alle mögen. Und wenn die Leute mir was sagen, und damals haben sie so oft was gesagt und öfters wurde ich angegriffen. Hey, du scheiß KZ-Kin, hey, du scheiß Jud, hey, du Wichser, du Polackenschwein, du Hurensohn und so weiter. Dann habe ich gesagt, jo, hast du recht, für dich ist halt deine Meinung. Ja? Ich sage, dass ich finde, abschließend, auch für die ganzen Rapper noch, die nehme ich jetzt auch mal an die Brust, im positiven Sinne, die ganzen Rapper würden, wenn das alles so verboten wäre, sich dann erschießen lassen müssen, denn eigentlich Rap ist entstanden, damit es diese Gang, also diese Bandenkriege nicht mehr gibt in Amerika. Ne, das kam dann irgendwann nach Deutschland, aber das ist der Ursprung der Rap, damit die sich nicht gegenseitig umbringen. Darum dissen die sich oder rappen und machen so krasse Texte. Lieber die krassen Wörter als Kugeln in der Brust. Und naja, Leute, abonniert meinen Kanal, liked meine Videos. Und bis zum nächsten Mal. Hoffen, dass ein paar Hater noch vorbeikommen. Nee.